Moin Leute und willkommen zurück zu Warframe. So, wir haben ja in der letzten Folge den Mutalist LNV geschlagen. Dreimal. Genau auf die Stirn. So, die Rubiko haben wir weggepackt. Da haben wir jetzt unsere Broadon wieder ausgepackt. Die Broadon Prime. Und den Taxon haben wir auch wieder weggepackt. Nehmen wir jetzt hier wieder unseren Kavat mit. Und dann wollten wir jetzt die Yordas-Regel spielen. Dann starten wir jetzt hier mal die Quest. Denn ja, wir haben dann nachher noch ein paar aus den Syndikaten. Einmal noch Zetus müssen wir ihn hier ansprechen. Da gibt es, denke ich mal, dann die Blaupause für den Revenant. Aber das machen wir alles in Ruhe. So, die Yordas-Regel. Ordis ist entschlossen, einem anderen Cephalon bei der Bewältigung eines schiffsweiten Befalls zu helfen. So, was ist das da? Ach, hier gibt's die Atlas-Blaupause. Okay. Gut. Dann bleibt vielleicht als Vermutung, dass wir jetzt hier wieder die einzelnen Teile bekommen und bauen müssen, ne? Dann starten wir jetzt. Hello? Is this real? Did someone get my message? I hope not. I am Ordis, a fellow Cephalon, and this is my brave and honorable operator. By the 44th precept, we are ready to assist. Yes. No. No. Please. Do not. Contacting you was a mistake. This infestation is everywhere. No trouble, Jordis. My operator is no stranger to shredding flesh, eradicating infestations. The golem is too strong. No chance. Wait. Maybe the Furliac pods. But where would you ever get those? This is hopeless. Just go away. Cephalon? Jordis? Operator, he's gone. My precepts compel me to help this Cephalon. Whatever these Furliac pods are, we need to get some immediately. At your earliest convenience. Operator, what luck! You already have Furliac pods. Please don't come. But if you do, I have a reward. Another Warframe was defeated here. Some of its petrified parts may still remain. Destroy the infestation, collect his parts, and perhaps make him whole again. Jordis, my operator is kind and compassionate, not motivated by selfish rewards. By the 44th precept, we will come for you. The pods are ready. Tell us your location. Really? No. They will need calibration. Any severe infestation should be enough. Gut. Also wir haben im Prinzip den ersten Teil übersprungen, weil ganz oben konnte man ganz kurz sehen, wir sollten jetzt Juggernauts jagen, um diese Kapseln zu bauen. Ja, diese Kapseln haben wir aber schon. Ja, da. Und zwar 150 Stück. Gut. Dann müssen wir die jetzt bestimmt noch schnell ausrüsten. Okay. Gut. Ausrüstung. Dö. Bestimmt bei P war. Ach da. Naja, natürlich bei P. Ferlia-Kapsel. Okay. So. Also, im Prinzip müssen wir jetzt vorher auf einen Planeten mit Infested gehen müssen. Ja, wir können ja gleich mal gucken. Ich glaube, Eris, ne?
Okay. So, und dann brauchen wir jeweils einen pulsierende Knoten, eine Schienenhülle, ein infizierter Fühler und abgetrennte Gallenblase. Jeweils eins und dann können wir 50 Stück bauen. Ferlia Caps, überleg gerade. Würde jetzt behaupten, dass wir die Blaupause dafür Dojo bekommen. So, auf Eris sind lauter Befallene. Wir sollen das jetzt testen und haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich gucke hier gerade mal, gibt es hier denn eine Gefangennahme? Dann machen wir die Auslösung. Nein, stopp. Da steht's doch. Genau, immer auf die Quest drücken. Zum Glück guckt uns keiner zu. Wäre sonst leicht schief gegangen. Just don't use them all. Now would be a good time to try out those pods, operator. Ja. We have got an infestation. Aber wie? Is the so. Only option. Huch. Dangerous, but oof, beautiful. I can almost. Und dann rennen die da alle hin. But the golem needs something more potent. I sent you a blueprint. Irradiating the pods will make something worth bringing. Juggernaut. Oh, well, yes. I suppose this is something my operator can arrange, isn't it, operator? Hurry! No rush. A juggernaut nearby? It will only attack when it senses high concentrations of infested blood. Slow the fight so, if you want it to go noch away. Einen an. I'm still detecting a lot of infestation activity. Let's clean it up. Ladies and oh, jetzt kommt auch noch Nora. I present to you, walking amongst us, the once and future. So, bin ich sicher, ob wir mit der Waffe einen Juggernaut kaputt kriegen. Da ist er schon. Oh nee. Ach doch. Here comes the Juggernaut. Eine Chitinhülle. Jetzt müssen wir im Prinzip die Mission so lange spielen. Die Frage ist, nutzt man das? Das lockt ja die Teile immer an. Ne? Wie lange hält denn so eine Rille? Ah, ist schon kaputt, okay. Bei der Waffe, dass hier 75 Schuss drin hab und reloade immer nach 5. So. Haben wir da noch einer hin? Und wieder reload. So, das Ding ist wieder weg. Hm. Was ist denn mit euch falsch hier? Was mir jetzt vorstellen könnte, dass bei dem Golem oder was da dann nachher kommt. Du kommst du jetzt hier raus oder? Dass dann bei dem Golem nachher. Das Ding wirkt, um den kurz abzulenken. Aber. Go on the offensive. Ui. Jetzt kann ich alle. Das Ding kann ich nicht kaputt. Die aber auch nicht. Haben wir alle getötet? Ob wir jetzt die Kapsel richtig getestet haben, weiß ich nicht.
Na, da noch mal einer hinwerfen. Und der Zoe slowed, dass die da nicht mal hinkommen. Kann ich da noch irgendwas machen? Nee. Okay, im Prinzip, wenn die Massen von den Viechern kommen, kann man das Ding da hinwerfen und dann rennen die alle weg. Aha. Alter. In der Beschreibung steht ja, dass man damit Infested anlockt. Warum denn aber auch mehr von woanders, weil bei der Auslöschung jetzt. I would never abandon a fellow Cephalon, but centuries adrift have fried his. Have not been kind. I suppose all Cephalons degrade, don't they? Ich soll jetzt ein starkes herstellen. Okay. Und da haben wir eine Blaupause für. Müssen wir doch mal gucken. Ich habe eine ungelesene Nachricht. Welche denn? Ah. Ferliak Wirkkraft. Die Ferliak-Kapseln sind stark, aber sie müssen noch stärker sein. Setz sie Argon-Kristallen aus, benutze diese Blaupause. Wie schnell kannst du das umsetzen? Okay, dann haben wir die jetzt bekommen und die ist stark. Starke. Aha. Ah, da benutzt er jetzt einen von denen und drei Aeon-Kristalle. Okay. Aber wir produzieren wieder 50 Stück. Okay. Und das dauert jetzt 8 Stunden. Aha. Gut. Dann können wir ja an der Stelle erstmal nicht weitermachen. Gut. Dann war's das für heute wieder. Na, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.